Guten Morgen. Na, kleine Maus, wo sind wir? Was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Weil ich natürlich der beste Freund, Mitbewohner und Reiseguide der Welt bin. Ey, es ist 10 Uhr erst. Ach, ich habe mir irgendwie überlegt, eigentlich wollte ich heute Morgen um 8 Uhr aufstehen, wollte entspannt mit der Kani an den Strand frühstücken gehen, aber irgendwie habe ich mich jetzt doch noch ein bisschen im Bett rumgewälzt. Ist auch vollkommen feiner Guest. Und habe jetzt Frühstück geholt. Mo und Max, die drehen ein BMX-Video. Da war ich gerade beim Bäcker, habe den Jungs Frühstück geholt, bringe das jetzt vorbei. Und wir werden ein bisschen auf der Halfpipe hier, denke ich mal, chillen. Vielleicht wage ich mich auch noch mal aus BMX, wer weiß. Und dann fahren wir zum Strand, machen ganz entspannt. Heute später kommt noch Anni und Simon vorbei. Die drehen da was bei uns, mit mir, bei uns, irgendwas. Keine Ahnung, wird auf jeden Fall funny. Und ganz, ganz wichtig, heute ist der große Tag, Leute. Evanjo kommt vorbei und bringt mir im Beisein von Unge, und das ist eine geheime Mission, 101, okay, Simon darf davon nichts mitbekommen, das Regenbogenglas, damit ich weiterhin einen Hebel habe, um Simon zu erpressen, ja. Ich würde sagen, wir zwei gehen mal checken, was die beiden da hinten machen. Und an der Stelle, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Good morning in the morning, my dudes. Hello. Hello, my mans. I have. Can you take Doc quick? Yes. I have the breakfast. Yeah. You ordered. Mein Lebensretter. Uber Green breakfast. Yes. Nice. I gave you. Nice. I have for you. Okay, do it, my man. Do the double backflip. Yes. Oh. Yes, you do double backflip. Oh, no. Yes. Der spinnt doch komplett. Der schwert da einfach drüber, ne? Was ein Wahnsinniger. Schatzerchen, Leute. Oh, ich bin Mo. Show me, my man. Ui, guck mal! So ein Feini! Okay Leute, passt mal auf, checkt mal auf jeden Fall in der Beschreibung das Video aus. Mo und ich haben Game of Bike gespielt und das Ergebnis ist sehr, sehr, sehr überraschend gewesen. Ich als alter BMX Pro, hast du gerade gesehen, ne? Ja, war crazy, Alter. Krass. Krass, ja. Checkt's auf jeden Fall mal aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, ich kann ja auch ein bisschen fahren. Schaut mal. Yeah! War nicht da runter? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Krass, ne? Oh mein Gott! Fahr da nicht runter, bitte nicht! Oh. Warum? Alter, guck mal, wo du gerade. Ich muss es kurz zeigen. Junge, hier ist noch nicht mal. Hier ist so eine Kante. Eigentlich kann man hier gar nicht runterfahren. Da vorne sitzt Revi drin. Hier sitzen wir drin. Denn wir haben die Kamera geklaut. Denn wir haben die Macht über die Kamera. Denn wir haben die Macht, was wir jetzt sagen. Und zwar maxleinfelder.de. Alle draufgehen. Max Leinfelder auf Instagram. Alle raufgehen. Mo mit dreimal. Ist das nicht ein Traum? Von Irland hier. Und da vorne ist Fritz Meinecke, der sucht gerade mit dem Bagger nach Münzen mit den Gebrüdern Lange. Jetzt ein bisschen übertrieben. Hallo. Hey, Akan, komm her. Hallo. Schön, dass du hier bist. Kann du bist 2 Stunden zu spät. Ja, passiert. Tut mir leid. Ich bin Portugiese jetzt. Hier hast du die Ware? Ich hab sie auch frisch gewaschen. Echt jetzt? Ja. Ist es sauber? Ja, frische Ware. Zack, jetzt. Okay, aber guck erstmal rein, ob sie gefällt. Guter Zustand, Digga. Guter Zustand. Okay, willst du mir zahlen? Ich muss es mir erstmal anschauen. Okay, gut. Stimmt. Da ist es. Da ist noch Wasser drin. Ja, wieso? Ich sag ja, das ist sauber. Der heilige Gral. Und das ist das Originale? Mhm. Hast du bei ihm gezogen? Was denn gezogen? Wie viel willst du? Komm mit. Ui, so. 20 Euro reicht mir. 20 Euro? Und ein Kuss. Ein Kuss für euch. Kann ich nicht kussen. Corona. Okay, wir verstecken das Glas hier. Und wir werden wahrscheinlich nie wieder dran denken und dann ist es weg. Oh, oh, Simon, Unge, wenn du es wieder haben willst, hol's dir doch, du dummer Loser. Meinst du, ich schaff's? Mhm. Kick down. No joke, Alter. Also hier in einen Schaltwagen zu fahren, ist das absolut dümmste, Digga. Du hast hier teilweise. Boah, gibt das. Boah, an die Kupplung. Boah, Junge. Ich hab gefurzt. Schon die Zähne. Achso, die Kupplung, die riecht auch. Vorgeschissen, ja? Mhm. Perfekt, Digga. Boah, das stinkt so widerlich, Mann. Ekler. Wir fahren jetzt zu Anni so. Also nicht wegen Anni, sondern wegen dem starken Charakter. Wir fahren jetzt zu Anni the Duck, da gibt's einen knackigen Stream. Und das wird auch der Rest dieses wunderschönen Vlogs sein, denn wir haben einen Kochstream. No parking! Tobi. Sorry. Die Leute können jetzt hier auch nichts für an der Stelle. Soll ich da reinfilmen einfach? Soll ich? Oh. Also was ist deine Mission so, Bro? Oh, der guckt aber ganz böse. Soll ich den filmen? Ja, wir fahren jetzt zu Anni. Es gibt auf jeden Fall einen wilden Kochstream. Ich glaube, Anni hat sich die ekelhaftesten Rezepte von Chefkoch ausgesucht. Also wirklich die lowest geratesten Rezepte. Eine süße Lasagne mit Kinder Bueno. Was? Also wirklich, ach so. Nee, ist okay. Ich hatte sowieso vor, nee, heute. Nee, sie haben das Hindernis! Tobi. Der hat das Hindernis. Ja. Der hat nicht Hindernis. Der ist aber auch ein Bus. Ja, ne? Das stimmt. So, und du weißt, wie das Bus-Simulator zu spielen. Als Bus fährt man, wie man will. Ich fahre entweder LKW. Ach, oh, oh. Ich fahre entweder LKW oder Flugzeug. Alles klar. Anyways, gibt's auf jeden Fall die widerlichsten Chefkochrezepte gleich im Stream zu sehen. Und für euch jetzt hier im Vlog wird sehr, sehr wild. Ich würde sagen, wir waren heute den ganzen Tag nur im Pool am Strand, haben uns den arg verbrannt. Cooler Rhyme. Und ja, ich würde sagen, check das neue Musikvideo von Calvin Colt aus.
kurz ein Random Fact. Ciao. POV, du fährst wirklich 30 Minuten durch die Stadt, hier durchs Dorf und hupst und versuchst mit Hupen zu lokalisieren, wo die Leute wohnen. Dicker, ich habe einen Standort bekommen, der ist no joke, der war 40 Kilometer von dem entfernt, wo wir gerade hin sind, also gefühlt. Ja. Wir sind gerade nochmal 20 Minuten rumgefahren, das ist insane und alle Häuser hier sehen einfach gleich aus. Junge, ich habe einen Warnblinker an. Kennst du Deutschland? Fahr vorbei. Oh Gott, die fährt gleich hier die Karre. Oh nein. Wow, what the f... Oh mein Gott, was? Was? Oh mein Gott. Digga. Ich habe noch nie sowas gesehen. Deutsche Camblock. Ich habe gerade so einen Stift in der Hose gehabt. Alter. Digga, es waren 3 Millimeter. Das war wirklich so close. Oh Gott, oh. Bitte, okay, jetzt müssen wir hier rein. Ich habe so Angst. Digga, unser Airbnb ist viermal geiler. Oh Gott, hallo. Oh, bitte nicht kaputt machen. Digga, hast du gerade gesehen, wie knapp das bei ihr war? Digga, es war so. Ja, und er steht einfach da und guckt. Wer ist die erste Schramme? So, wir sind da. Rein jetzt in die Masse. Stream. Muss auch noch ausmachen. Ach ja. Die Puppen anfassen? Was ist das denn? Nee, ich mach das nicht. Digga, ich fass die Puppen auch nicht an. Oh Gott, Alter, die suchen uns Heim danach. Das können wir nicht machen. Lass. Ich finde. Nicht unter den Rock fassen. Nee. Komm, wir machen einfach mal hier. Hallo. Oh Gott, Alter. Nee. Babys sind gruselig. Ich mach dieses Kind was ab. Nimm das Baby jetzt. Guck mal. Mann, nimm das Baby, ist am wenigsten gruselig. Hallo. Okay, gut. Hallo. Die nicht anfassen. Hallo. Dein Zimmer ist genauso aufgeräumt wie dein Zimmer. Ja. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber... Du sollst hier einfach in das Badezimmer reingehen und Licht anmachen. Du machst die Tür auf und dann machst du Licht an. Das ist straight up aus einer Irrenanstalt, das Badezimmer. Ja, einfach Gummizelle. Digga. Du bist Vegetarier. Wir kochen jetzt die ekeligsten Rezepte von Chefkoch. Und zwar machen wir eine... Ja. Ich moderiere nochmal an, okay? Wir kochen jetzt. Und zwar kochen wir eine. Ach ja, eine süße Lasagne machen wir. Das Rezept rausgeholt, das klingt grauenhaft. Ich glaube nicht, dass es lecker schmecken wird. Wir machen es trotzdem. Mal gucken. Das musst du sich vorstellen. Jemand hat gesagt, eine süße Lasagne ist das, was wir brauchen in unserem Leben. Eine süße Lasagne. Und während die in den Ofen kommen, machen wir noch 3 geile Cocktails, die auch ganz grauenhaft klingen. Einer ist mit so Joghurt und Sprudelwasser und Gurken und Wodka. Und der andere mit Schweinefurt. Was hast du gerade gemacht? Nichts habe ich gemacht. Du hast gefurzt und hast dich eingeschissen. Kann sein, dass ich mich gerade vollgeschissen habe, nur dass du es weißt. Das meint der Ernst. Ich bestehe jetzt jedes Mal darauf, Tobi, dass ich sowas bekomme. Das fühlt sich so geil nicht an. Nicht aus! Warte, ich muss mein Messer erst schärfen. Das ist das Messer. Die Butter ist schon komplett zerlassen. Die hat schon jetzt aufgegeben. Anissa, bitte. Oh mein Gott! Die Butter ist rausgesprungen. What the fuck? What? Wie konnte das passieren? Was? Stell bitte das Ding runter. Ist das Butterstück hochgesprungen oder bin ich lost? Revi, oh Revi, schnell! Schnell! Oh mein Gott, das ist mehr als 150 Gramm gewesen. Was ist das für eine ekelhafte Scheiße? Ich habe noch nie so ein widerwärtiges... Ein widerwärtiges Rezept wie das hier gesehen. SOS, Wasseralarm. Wer hat das Wasser in seinem Darm? Pass gut auf, die Schüge an. Das ist Kinderspiel. Sebastian! Bleib hier! Ich hab versucht ihn aufzuhalten. Ich war voll in meiner Welt mit dieser Quinn. Was ist das? Schön! Deutsche Elif. Könnt ihr euch mal ganz kurz diese elendige Missgeburt hier drin anschauen? Man muss hier nicht raus. Diese Ausgeburt der Hölle, die sieht schon sehr danach aus, als müsste die gleich raus. Ich mach meinen Ofen jetzt aus. Okay. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Wir haben eine vegetarische Lasagne gemacht. Okay, Antonia, dann lass dir schmecken, ne? Das sind Bananen. Nein! Das sind keine Kartoffeln, das sind Bananen. Vegetarische Lasagne. Ich dachte mir so ein nice Kartoffelauflauf, das sind Bananen. Ach nee. Was sagst du, Lebenszeit? Nee, ich fühle das jetzt gar nicht. Also das ist also. Du hast zugestimmt in diesen Streams, ja, du musst essen. Muss ich das aber jetzt auch? Nein, es ist heiß, Anni, ich sterbe. Okay, es ist aber weniger schlimm als gedacht. Es ist einfach all in all süß und deswegen schmeckt es wie so ein Nachtisch, aber so ein schlechter. Der Käse ist salzig. Bananen-Lasagne-Cocktail. Schmeckst du die Karotte? Schweppes? Ja, falsch. Cola und Fanta. Ja. Die Verratsein. Aber Schweppes ist doch genau das beides. Nein. Nee? Nein. Das ist ein Geheimrezept von meinem Opa, der hat immer gezittert. Ist okay. Der zittert immer noch. Ich weiß auch warum. Ja, weil er das trinkt, weil er da Zucker drin ist, der hat Diabetes. Das ist okay. Digga, ja, was ist denn mit dir? Es ist okay. Sag, ist okay, oder? Ist okay. Nee, ist doch disgusting.
Ja doch. Ist okay. Nee, außer okay. Alkohol, sag ich immer. Dann sind wir auf einer Linie. Das ist überschick aus. Das ist ein besonderer. Der ist besonders. Den hat ein Barkeeper gemacht, nachdem er Corona hatte. Der hat nicht mehr geschmeckt. Nicht ausprobieren, nicht das Gute. Komm mal, so schlimm kann das nicht sein. So schlimm. Bro, ich hab da eine Socke. Ich hab da so eine Socke. So ein Sockenwasser rein. Das ist legit Sockenwasser in der Unterhose. Diese Stücke. Oh mein Gott, diese. Es ist wirklich Sockenwasser. Kann das nicht sein. Oh mein Gott. Oh mein, ich hab direkt runtergeschluckt. Ich hab das in meinem Körper. Ich hab das in meinem Körper drin. Servus, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zu einem weiteren Tag hier auf der Trauminsel Madeira. Wir lassen uns jetzt richtig die Nase wegpusten. Extrem Bock drauf. Wir machen jetzt einen Corona-Test, weil wir uns dazu entschlossen haben, nach Porto Santo zu fahren. Das ist die Nachbarinsel. Und wir lassen uns jetzt, wie gesagt, die Nase putzen. Und Antonia, Anni und so kommen auch noch. Und das ist... Genau. Tschüss. Okay, egal wie oft man dieses Rohr in die und in die Nase bekommt, es ist jedes Mal nasty. Es wird einfach nicht geil. Es wird einfach nicht geil. Es ist einfach jedes Mal ekelhaft. Freust du dich auf deinen Corona-Test? Gar keinen Bock. Dann wie viel da ist das? Mein 700.000 war, glaube ich. Ich schwöre dir, ich sage dir, ich habe mehr gehabt als du. Damit wir jetzt endlich mal diesen Vlog hier zu Ende moderieren können. Tobi, letzte Abmoderation. Der Vlog war schlecht. Ja. Ja.